Ich freue mich, hier einige Anmerkungen machen zu können aus der Ferne, aber ich hoffe, es wird deutlich aus der Art von Anmerkungen, warum ich mich nicht völlig deplatziert hier fühle. Der Grund dafür ist, dass sozusagen das Motto meiner Bemerkung darin liegt, dass man viel für die Stadtgesellschaft tun kann, wenn man nicht nur an die Stadtgesellschaft denkt. Und ich möchte das an zwei Beispielen illustrieren, wo man grüne Landespolitik, glaube ich, sehr nachdrücklich loben kann. Ein Beispiel, das jetzt gerade in der Presse steht, das Landesantidiskriminierungsgesetz. Ein großes Projekt, das auch mich jetzt so persönlich interessiert, weil ich nun viel zu diesem Antidiskriminierungsrecht gemacht habe. Ich muss jetzt nicht berichten, welche Art von Wellen das geschlagen hat. Dahinter steht aber eben nicht nur Landespolitik, sondern dahinter steht offensichtlich ein bundespolitisches Signal. Und das ist eine Dimension, an der ich jetzt noch ein, zwei Gedanken anknüpfen möchte, nämlich, dass diese Landespolitik eben eine sein kann, die auch sehr innovativ in die Bundespolitik einwirken kann. Und das ist mir ebenso wichtig, auch noch darüber hinaus. Und das will ich an meinem zweiten Beispiel illustrieren, das nicht so oder wahrscheinlich gar nicht in den Medien aufgetaucht ist. Es gibt ein sehr wichtiges Verfahren von dem Bundesverfassungsgericht in dem Fall Egenberger, wo es auch um Antidiskriminierungsrecht geht, um die Freiheiten von Religionsgemeinschaften, bestimmte Anforderungen an die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen zu stellen. Wie Sie wissen, betrifft das 1,2 Millionen Menschen in Deutschland aufgrund der sozialen Dienste und deren Organisation. Da gibt es also eine lange Geschichte, die ich jetzt hier nicht rekonstruieren kann, aber jedenfalls eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes, eine, sagen wir mal, antidiskriminierungsrechtsfreundliche Entscheidung des EuGH, auf die viele gewartet haben in Europa. Und dann eine Verfassungsbeschwerde gegen dieses Urteil des EuGH, wo genau das versucht wird zu bewirken, was das Bundesverfassungsgericht in diesem Urteil zur EZB jetzt ausgesprochen hat, nämlich dass das Bundesverfassungsgericht feststellt, dass der EuGH ultra vires, also jenseits seiner Kompetenzen gehandelt hat. Was so jedenfalls aus meiner Sicht in der jetzigen Situation eine schwerwiegende Erschütterung der europäischen Rechtsordnung bildet. Und man kann das nur mit größter Sorge ansehen, weil in vielen Staaten in Europa, in Ungarn, Polen offensichtlich es darauf ankommt, dass europäisches Recht durchgesetzt wird und das ein wichtiger Faktor ist, um bestimmte Strukturen von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Europa zu erhalten. Und da hat die Landesregierung, ich vermute, das ist allen bekannt, vielleicht aber auch nicht, jedenfalls hat sie den mutigen Schritt gemacht, dort also in diesem Verfahren aktiv zu werden, beizutreten, eine eigene Stellungnahme abzugeben. Und das ist dann auch das, wo ich integriert wurde. Also ich habe den dann einen längeren Text produziert, der dann als Berliner Stellungnahme da eingereicht wurde. Und damit ist Berlin und die Landesregierung in, glaube ich, sehr wichtiger Weise zum Akteur geworden. In verschiedenen Hinsichten weiter Akteur geblieben, zum Beispiel in der mündlichen Verhandlung, und setzt damit, glaube ich, einen ganz wichtigen Akzent für die Landespolitik, für die Bundespolitik, aber auch für die Rechtsordnung Europas. Und das, glaube ich, ist ein Beispiel, das man im Auge behalten sollte, wenn man sich über Stadtgesellschaft, innere Rechte, Demokratie und sowas Gedanken macht, dass wir eben in einer sehr verflochtenen Welt leben. Und das, was vielleicht begrenzt erscheint, sehr weiten Rahmen haben kann. Das waren meine zwei Beispiele. Das Lob an die Berliner Landesregierung, das sehr ernst gemeint ist. Ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass so etwas geschieht. Und eine letzte Bemerkung, um hier das Zeitbudget nicht übermäßig auszureizen, zu einem weiteren Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Und das ist die Erhaltung des rechtskulturellen Hintergrundes von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten. Ich glaube, wir sind nicht mehr in einer Zeit, in der man selbstverständlich voraussetzen kann, dass Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte das Selbstverständliche sind. Wir sind in keiner Weise mehr selbstverständlich, sondern herausgefordert. Und das Erschütterndste, Menschen wählen in freien Wahlen Kräfte, die diese
Strukturen beseitigen und damit wählen sie potenziell ihre eigene Unfreiheit. Und das hat auch Konsequenzen für unsere, glaube ich, also Kernthemen, wenn ich das mal so sagen darf und wenn ich mich noch einfach dazu zählen darf, der Ökologie, also diese Strukturen von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Grundrechten erhalten eine bestimmte Architektur von möglicher rationaler Entscheidungsfindung. Und das ist, glaube ich, zentral wichtig. Das sieht man in Brasilien mit Bolsonaro, welche auch ökologischen Folgen derartige Politiken haben. Insofern würde ich sagen, ist diese Art von Pflege von Kultur, die hier zur Debatte steht, ein, glaube ich, ganz wichtiges und nicht irgendwie schöngeistig, sonntagsredenartiges Anliegen, sondern etwas, was ganz unmittelbar für ganz verschiedene Politikbereiche von entscheidender Bedeutung ist. Und das war eine kleine Anregung, vielleicht immer auch diesen Hintergrund mitzudenken und die Voraussetzungen mitzubedenken, die gegeben sein müssen, damit man überhaupt über konkrete Politprojekte reden kann. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, ich versuche das so in meinem kleinen Kreis irgendwie zu befördern, aber es ist, glaube ich, sehr wichtig, diesen Diskurs wirklich sehr bewusst zu gestalten und voranzutreiben.